Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute zeige ich dir, wie du diesen kleinen Einplatinencomputer, den Raspberry Pi 4, einrichten kannst und was das für ein Computer überhaupt ist. Das ist ein Raspberry Pi 4, ein super kompakter und dennoch leistungsstarker Einplatinencomputer, um den es in diesem Video geht. Ich zeige dir den Aufbau vom Raspberry Pi 4, wie man ein Betriebssystem installiert, wie man die Ersteinrichtung macht und wie man die ersten Programme installieren kann. Hallo, der Raspberry Pi 4 kommt einmal mit zwei USB 2.0 Anschlüssen. Dann gibt es zwei USB 3.0 Anschlüsse für zum Beispiel USB-Sticks oder einer Festplatte für Daten. Ganz rechts gibt es hier dann auch noch einen Gigabit Ethernet Anschluss. An der Seite gibt es dann ganz links ein Typ-C-Anschluss für die Stromversorgung. Dann gibt es hier zwei Mini-HDMI-Anschlüsse, worüber man bis zu zwei 4K-Monitore anschließen kann. Und ganz rechts gibt es dann noch eine Klinkenbuchse. Auf der Platine drauf gibt es dann einmal einen Display- und einen Kameraanschluss. Und dann noch die 40 Pins. Die haben alle eine unterschiedliche Funktion und man kann dadurch ganz unterschiedliche Sachen anschließen, wie zum Beispiel einen Lüfter oder Erweiterungskarten für den Pi. Der Pi 4 kommt wahlweise mit 2, 4 oder 8 GB an Arbeitsspeicher und genau hierdurch unterscheiden sich dann auch am Ende die Preise. Das günstigste Modell startet bei 40 Euro, die anderen beiden Modelle mit 4 oder 8 GB Arbeitsspeicher sind dann um jeweils 20 Euro teurer. Als Prozessor kommt ein Quad-Core mit einer Taktrate von 1,5 GHz zum Einsatz. Der Prozessor wird passiv gekühlt, allerdings empfiehlt sich ein Gehäuse mit integriertem Lüfter, wie bei mir hier, das Argon One. Das bringt mit die besten Kühlleistungen und ist dabei immer noch recht kompakt. Zum Schluss bietet der Pi 4 auch noch WLAN und Bluetooth 5.0. Also um den Raspberry zu verwenden, braucht man zum einen ein Netzteil. Ich habe hier das originale Raspberry Netzteil mit einer Leistung von 15,3 Watt. Dann braucht man noch ein HDMI zu Micro-HDMI Kabel, um den Raspberry an einen Monitor anzuschließen. Und dann braucht man auch noch eine Micro-SD-Karte mit mindestens 8 GB und maximal 32 bis 64 GB an Speicher. Also damit der Raspberry überhaupt läuft, brauchen wir ein Betriebssystem, was wir jetzt auf die SD-Karte installieren werden. Ich habe meine SD-Karte schon an meinem PC angeschlossen und um das Betriebssystem jetzt zu installieren, müssen wir als erstes ins Internet, in den Browser. Da gehen wir zu Google und geben ein Raspberry OS Download. Und da gehen wir hier jetzt auf die Internetseite von Raspberry und gehen hier etwas runter und da können wir hier jetzt ein Tool herunterladen, was uns dabei hilft, das Betriebssystem ganz einfach auf die SD-Karte zu installieren. Also drücken wir hier einmal auf Download for Windows und hier unten links sehen wir schon, dass was installiert wird und dann gehen wir auf Datei öffnen. Ja, und hier kommt jetzt wieder so ein Installier-Setup. Da gehen wir jetzt einfach auf Install und warten noch. Einfach kurz, das ist relativ schnell fertig und dann drücken wir auf Finish. Jetzt öffnet sich dieses Tool schon automatisch und wir gehen auf OS wählen, also das Betriebssystem. Ich verwende hier jetzt einmal Raspberry Pi OS. Das ist das Originale, von der Firma selbst entwickelt. Wenn ihr ein 64-Bit-Betriebssystem wollt, ist zum Beispiel Ubuntu eine gute Wahl. Aber in diesem Video geht es nur um den Raspberry und auch um Raspberry OS. Dann können wir hier die SD-Karte wählen. Wenn man da jetzt nur eine SD-Karte angeschlossen hat, ist das eindeutig. Und dann gehen wir hier auf Schreiben. Hier wird dann nochmal hingewiesen, dass wirklich alle Daten von diesem Datenträger gelöscht werden. Also am besten macht man eine Sicherung vorher und dann gehen wir auf Ja. Und dann müssen wir eigentlich nur noch kurz warten, bis das fertig gemacht ist. So, und wenn das
das fertig ist, öffnet Windows schon von alleine automatisch wieder den Explorer und es kommt eine Fehlermeldung und man soll den Datenträger formatieren. Da gehen wir jetzt auf Abbrechen. Dann sieht man hier wieder das Tool von Raspberry und da steht jetzt, dass alles gemacht ist und wir gehen auf Weiter. Ja, und jetzt können wir den Raspberry mit dem Betriebssystem starten und benutzen. Ja, und dann muss man nur noch alles anschließen und sobald das Stromkabel angeschlossen ist, startet der Raspberry auch schon automatisch. Dort muss man zu Beginn erst einmal ein paar Einstellungen vornehmen. Eine Internetverbindung ist auch immer gut und wenn die Ersteinrichtung abgeschlossen ist, kann man dann auch schon direkt loslegen. Also die meisten Nutzer von einem Pi brauchen zum Starten wahrscheinlich auch erstmal die gängigen Programme. Die kann man über das Installationsprogramm herunterladen, das ist auch schon vorinstalliert auf dem Pi drauf. Da ist es am besten, man lädt sich auch noch die Synaptics Paketeverwaltung App herunter. Das ist nochmal ein selbstständiges Installationsprogramm, was nochmal deutlich mehr Programme zur Auswahl bietet. Als Musikplayer kann ich den QMMP Player sehr empfehlen, der ist einfach und benutzerfreundlich zu bedienen und hat auch alle Funktionen, die man so braucht. Als E-Mail-Programm ist wahrscheinlich Thunderbird am besten. Das ist das wohl beliebteste und auch das bekannteste Programm, wenn es um E-Mails geht. Ja, und ohne die Microsoft Office-Apps geht es wahrscheinlich bei den meisten nicht. Die kann man auch über den Browser benutzen, allerdings laufen die auf dem Pi nicht so richtig gut. Da ist es besser, man benutzt die vorinstallierten LibreOffice-Apps. Ja, und im Grunde sind die LibreOffice-Apps auch schon fast genauso aufgebaut wie die Microsoft Office-Apps. Die sind auch schon vorinstalliert und die laufen deutlich besser und schneller. Ja, und so gut wie alles lässt sich auch über die Kommandozeile machen. Da sollte auf jeden Fall jeder Benutzer regelmäßig nach Updates schauen. Updates werden durch diesen Code geladen und mit diesem Code lassen sich dann die Updates auch installieren. Und danach muss man noch einen Neustart durchführen. Ansonsten kriegt man auch fast alles im Internet. Da gibt es nochmal Unmengen an verschiedenen Programmen, die man über einen Code in der Kommandozeile herunterladen und installieren kann. Ja, und damit sollte dein Raspberry jetzt perfekt laufen, sodass du ihn jetzt als PC-Ersatz verwenden kannst oder du setzt ihn für ein anderes Projekt ein. Das war's dann auch schon wieder mit diesem Video. Vergiss auf jeden Fall nicht zu abonnieren. Liken und kommentieren ist auch immer super. Ja, und damit bis zum nächsten Mal.